vom Erdbeben. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin unbesiegbar, sprach er und verlor. Hallo, ich hab dich gerettet. Zeig Dankbarkeit. Ach, Meisterball. Noch ein Fluchtseil? Scheiße. Wieso hab ich kein Fluchtseil? Schnell raus. Und geschafft. Surfscope ist gerettet. Schnell in den Markt. Hallo du. Ja, ich möchte was verkaufen. Cabo. TM6, alles weg. Hyperheiler kann auch noch schon mal weg. Doppelleber brauche ich nicht. Protein brauche ich nicht. KP Plus. X-Treffer. Und den Meisterball verkaufe ich auch. Tschüss. Nein, den Meisterball verkauft. Ah, bist du verrückt? Nein, bin ich nicht. Aber ich sehe keine Verwendung für den Meisterball. Und warum sollte ich den auf meinen PC legen? Das ist doch Nonsens, also weg damit. Wer behält denn, wenn er so einen Run macht, den Meisterball, wer behält den denn? Dann braucht ihr doch nicht. Also, weg damit. Ach, komm. Die Psychos hier. Ja. Die sind, wenn man natürlich keinen Only-Run macht, an sich eine Herausforderung, aber... So an sich. Easy peasy. Rüttelt man mal ein bisschen in der Erde. Und tatsächlich hat Turtok blitzartig das Level 69 in der Silfscope erreicht. Das ist ein 3-Level-Aufstieg. Wahnsinn. Wahnsinnig geil. Bäh. Ach, dann erreicht halt Level 70 ja auch gleich, ne? Komm. Tu mich der Gefallen. Ja, Level 70. Also wirklich, wenn man jeden Trainer hier mitnimmt, ist das gar keine Herausforderung. Also ich meine, hallo? Guckt euch mal den Levelunterschied zu dem Nebulak an und unser, oder mein Turtok. Die sind 33, mein Turtok ist 70. Ist gar keine Herausforderung mehr. Ja, man kann diese Trainer alle umgehen, aber ich hab Spaß dabei. Surfer machen, das habe ich ja noch übrig. Die Body Slam möchte ich mir gerne aufsparen und die Erdbeben attacken. Okay. Alle besiegt. Wunderbar. Jetzt gehe ich den Weg hier einfach so. Ups. Hallo Sabrina. Total verhext. Oh yeah. Deine Reitpeitsche. Ups. 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 Ach, das tut mir jetzt aber leid. Das war's schon. Hey. Sabrina in den Boden gestampft. Wow, TM46. Hey. Da kannst du wieder haben. Wie gemein, ey. Schmeiß einfach die Items weg, die er geschenkt gekriegt hat. So, Ausgang. Danke. Noch Taubsi dabei? Cool. Alabastia! Ey, kann ich Taubsi da nicht ablegen? Moment. Ich sollte aber vorher, ich wollte gerade sagen, mal eben bei meiner Mami mich ausruhen. Danke, Mama. Du bist die Beste. Solltet ihr euch auch merken. Mami ist die Beste. Umarmt eure Mutter doch mal beim nächsten Mal. Wenn ihr sie seht, zeigt doch mal etwas Dankbarkeit.
Eure Mütter haben es mehr als nur verdient. Bisschen Werbung machen für die. Toxer. Guck mal, den Toxer ist das egal. Ne? Er verschränkt schon die Arme, weil er keine Lust mehr hat. Ja, so geht's nicht hier. Oh ne, ich will aber den. Ach man, Jakob. Ich streue mich gerade ein bisschen. Hier ist ein Trainer, der hat 6 Körperdurst oder sowas. Was macht man nicht? Wenn er wenigstens die Garados, ein paar Garados hätte. Ich glaube, der ist das. Ne, er ist es nicht. Dann ist es der daneben. Die alte Flachsau. Aua. McCoy King. Wie, was? Attacke geht daneben. Schäm dich, sollst du dich. Ja, gut, komm. Komm, zeig uns deinen Fang. Eisstrahl. Ach, das bietet sich eigentlich an. Ich kann was trinken. Und vielleicht auch eben erklären, im nächsten Areal, dem Pokémon-Haus, werde ich nicht nach allen Trainern suchen. Aber das war vorher schon klar. Ich glaube, in einem der ersten Parts habe ich gesagt, ich werde alle Trainer mitnehmen, bis auf bei einem Gebiet. Und das eine Gebiet ist halt das Pokémon-Haus, weil da ist es einfach ätzend, blöd, dämlich, die zu suchen. Und das macht auch keinen Sinn. Auf der linken Seite ist bis zu dem hier kein einziger Trainer. Ich kann hier also getrost diesen Weg gehen. Glaubst du, das hältst du auch aus? Ah, ich bin 40 Level höher. Ja, natürlich hältst du das nicht aus. Dann sind unter mir noch 2 und ich meine, links ist auch noch einer beim letzten. Ja, man kennt die Karte so langsam und die Map. Man kennt die Karte und die Map, ja, auf jeden Fall, Matze. Das war ein bisschen blöd. Wow, ein Starmie. Geile Sache. Jetzt ist sie weg. So viel dazu. 185 Pokédollar nur, du alten Geizhälse hier. Ach, ich glaube, ich fange bei der Arena von Pyro mit dem Kapitel 3. Blech wiegt schwerer als Wasser an. Ja. Pokémon Haus möchte ich das noch nicht machen. So ist der letzte Trainer hier. Bei dem Pokémon Haus muss ich mich ein bisschen mehr auf die Map konzentrieren als sonst. Ach, guck, ein Shillock. Ach, guck, nur ist es weg. Psst. Ja, die Zinnoberl. Find's halt witzig, ich finde das nicht gut. Södele. Hallöchen. Ich glaube, sie bleibt noch eben bei mir, bis ich die Route hier absolviert habe. So, wo sind hier die ersten Trainer? Halt, boah! Alter Schwede. Da hängst du auch noch am Kabel fest. Ich glaub's ja nicht. Body Slam. Ich glaube, auf dieser Route sind 4 oder 5 Trainer. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist dann der 2 Nummer 3. Ich glaube, dann gibt es noch 2 im Wasser und einen auf dem Steg, aber wir gucken mal. Lulululalalala. Das Training wird auch langsam ein bisschen sinnfrei, ne? Ich meine, mit Turtok 72 könnte man schon mal da durchkommen. Aber jetzt wird es relativ schnell gehen, denn wenn wir im Pokémon-Haus durch sind, kommt Pyro im direkten Anschluss. Kommt ja schon Giovanni, unser Rivale, die Siegestraße und die Top 4, sind wir schon durch. Viele Parts werden es nicht mehr. Ich kann auch gar nicht sagen, wie viel es insgesamt werden. Ich tendiere mal nicht mal 20. Glaube ich. Also ich meine, es müssten weniger sein. Dafür, dass ich auf 300% spiele und nur ein Punkt trainiere, müsste es relativ fix gehen. Kannst du nicht einschätzen. Ich bin da... Ach guck, die können wir übrigens, nehmen wir übrigens auch nicht. Obwohl, kommen wir da so hin? Nee, wahrscheinlich nicht. Die nehmen wir auch nicht mit. Da hätte ich jetzt von der anderen Seite hingemusst. Pech gehabt.
Pech gehabt. Ich habe ja Gott sei Dank nie gesagt, es wird ein, oh, ich liebe Europe, es wird ein, ich vernichte alle Trainer-Run. So, und drüber. Ja, Taubsi bleibt im Team. Ja, weil ich Fliegen ja sowieso gleich wieder brauche, wenn ich von hier abhaue. Ich wollte gerade sagen, ah, Moment. Wenn ich hier schon auf dem Weg stehe, dann nehme ich sie auch mit. Weil hier stehen vier, fünf Trainer, glaube ich, in direktem Weg. Die kann man dann ja auch mitnehmen. Da muss ich ja nicht offensiv vorbeilaufen. Danke. Sind auch wieder 1400 Erfahrungspunkte mitnehmen. Lol, da wartet schon das Vulpix auf mich, ey. Spinnst ja wohl. So, den nehmen wir auch noch mit. Bin auch zu faul, mir hier Schutz zu kaufen. Ich sollte mir mal Top-Schutz kaufen, damit ich nicht jede 2 Minuten angegriffen werde. 2 Sekunden wollte ich sagen. 2 Minuten habe ich gesagt. Ich habe Sprachfehler. Ey! Spinnt ihr? Könnt euch meinen Turtok angreifen? Hallo du. Mach nebenbei mal ein Safe State. Lange nicht mehr gemacht. Seit ich die Aufnahme angefangen habe wieder. Nachdem der Schnitt beendet war. Das war Lavandia-Turm. Naja, Pokémon-Turm. Ist auch schon ein bisschen her. Ach Scheiße. Na egal. Mitnehmen. Da unten gibt's Blizzard. Brauche ich aber nicht. Ich bleib bei Eisstrahl. Habe ich schon AP Plus drauf verwendet. Jetzt wechseln ist auch Quatsch. Ja, komm, Body Slam. Hier läuft eh nichts mehr rum, was ich jetzt noch bräuchte. Gibt es hier eigentlich noch ein Fluchtseil zu finden oder hätte ich eins mitnehmen müssen? Scheiße, ich glaube, ich hätte eins mitnehmen müssen. Mann, ist ja gut jetzt hier. Nicht alle auftauche. Das nehme ich mit. Ja, 900 Erfahrungspunkte haben wir noch nicht haben. Im Vergleich gibt es Slimer. Wie viel gibst du? 400. Ja, okay. Brauche ich jetzt aber im Moment nicht. Und ich weiß gar nicht, warum das kurz nachdem man kämpft am Stocken ist. Mir fällt es auf. Ich hoffe, in der Aufnahme später ist es nicht so deutlich. Aber komisch ist es schon. So, den Schalter muss ich drücken. Die Items nehme ich aber alle mit. Ein Sonderbonbon. Wie viel Erfahrung bringst du? 570, auch nicht schlecht. Und da haben wir die Items, nach denen wir gesucht haben. Gut, das hier oben auf gar keinen Fall. Das ist Solarstrahl. Interessiert ja keinen. Ein nettes Sonderbonbon und den Fragezeichenöffner. Jetzt habe ich tatsächlich. Ich muss zurücklaufen. Aber der Weg ist Gott sei Dank nicht so lang. Gibt ja hier eine Abkürzung. Aber dafür muss ich den Schalter dann nochmal betätigen. Zu Training. Hau ab. Und tschüss. Ja, gleich beweg mich nicht mal. Dann taucht hier ein Slimer auf. Mit Zeitverzögerung. Auch nicht schlecht. Geschafft. Auf. Eine Heilungsmanöver. Na komm. Nein, ich verkaufe gleich was. So. Ich wollte mit Kapitel 3 anfangen, habe ich hier versprochen. Mache ich jetzt auch. Ich blätter mal eben um. Blech wiegt schwerer als Wasser. Platz Nummer 12. Der Lenker eines Kraftfahrzeugs, jetzt muss ich eben umschalten, sorry, so, hat sich vor Antritt der Fahrt zu vergewissern, dass sein Sehvermögen oder weder durch gesundheitliche noch durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wird. Demnach ist es.
dem Lenker eines Kraftfahrzeugs bei Androhung einer Ordnungsstrafe untersagt, A, nach Einbruch der Dunkelheit ohne die am Kraftfahrzeug vorschriftsmäßig angebrachte funktionstüchtige und angeschaltete Außenbeleuchtung zu fahren, B, das Kraftfahrzeug zu lenken und dabei eine die Sicht erschwerende oder verhindernde Augenbinde zu tragen. Oh, Jack Sparrow, nee, der trägt ja keine Augenbinde. Die dürften das nicht. Also Piraten dürften kein Auto fahren. Eine Augenbinde. Wer trägt eine Augenbinde beim Autofahren? Wer überlegt sich so ein Gesetz? Ach, die sind doch bescheuert. Platz 11. Es ist ausdrücklich verboten, in einem Swimmingpool mit einem Fahrrad oder einem fahrradähnlichen Fortbewegungsmittel zu fahren. Schön. Im Swimmingpool, es ist ausdrücklich verboten, mit dem Fahrrad zu fahren. Oh, scheiße. Was? Wo kommt das her? Kalifornien, USA. Schön. Richtig schön. Oh, man muss sich das mal vorstellen, das Ding wäre voll und die fahren. Es ist natürlich gemeint, dass das Ding leer ist. Also BMX zu fahren oder sowas, ne? Aber wenn das Ding voll ist, und du fährst darin Fahrrad, ja, das ist ausdrücklich verboten, ne? Ach, schön, schön, schön. Sowas ist echt, das erheitert mein Gemüt. Okay, was haben wir noch? Platz 10. Sollte der die Fahrerin eines Automobils die Absicht haben, mit dem Automobil von außerhalb kommend die Stadtgrenzen zu passieren, so ist vor Antritt der Fahrt die Polizeihauptstation der betreffenden Stadt von ihrer Absicht in Kenntnis zu setzen. Was? Wenn ich jetzt hier rumfahre, muss ich den Städten sagen, ich komme? Lol, wie blöd! Was ist denn das? Ich muss mitteilen, dass ich mit meinem Auto komme. Ich so, hey, ich bin da. Der Polizeihauptstelle. Schön. Ja, ist natürlich auch wichtig, denn die Polizei muss ja mit. Alter. Was ist denn, wenn du durchfährst? Also muss ich mir vorstellen, ich fahre jeden Tag zur Arbeit durch ein kleines Dörfchen dadurch. Wenn ich da immer der Polizei Bescheid sagen müsste, ey, ich möchte da durchfahren, ich muss in die Stadt. Ich glaube, die würden sich auch an den Kopf packen. Sagen, spinnst du, auf die anzurufen? So ein Schwachsinn. Ach ja, nebenbei Pyrolicht auch. War nicht allzu schwer. So, Verkauf. Alles weg. Die Top-Genesung behalte ich mal. Und ich kaufe mir. Du hast ja Top-Schutz wahrscheinlich, danke. 20 Stück sollte reichen für mein Unterfangen. Reicht hier schon? Hätte ich auch an meinem Ziel machen können. Vertania City ist nämlich unser Ziel. Yay! PC von Blau. Fragezeichenöffner weg. Türöffner weg. Pockeflöte weg. Ich weiß gar nicht, warum die ich noch mitgenommen habe, ey. Ey, du alter Sack, geh weg da.